Ja, und die Giovanna hat heute hier Gold gewonnen bis 70 Kilogramm. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie war denn für dich heute dein Wettkampftag? Also am Anfang relativ aufgeregt, aber dann hat es sich gelegt. Also jetzt ging es. Vergangenes Jahr hast du Bronze gewonnen. Dieses genau. Jahr standest du ganz oben. Ja. Ja. Bist du heute auch mit dem Ziel in den Wettkampf gegangen? Nein, also ich habe mir als Ziel gesetzt, erstmal ganz normal kämpfen und vielleicht Platzierung, aber jetzt den ersten habe ich mir nicht festgelegt. Im Finale gab es ja dann ein deutsches Finale und das war auch das Finale, was bei den deutschen Meisterschaften war. Ne? Ja. Kann man denn da noch überraschen? Bist du vielleicht mit einem Wurf reingegangen, wo du dachtest, jetzt überrasche ich mal die Julie? Also man kennt sich ja auch relativ gut, da man auch öfters gegeneinander kämpft. Also es ist relativ schwierig, aber dann halt einfach, also ein bisschen tricksen geht irgendwie immer, glaube ich. So, jetzt hast du deinen Erfolg, deine Goldmedaille um den Hals. Jetzt geht's mit dem Trainingslager weiter? Genau, also wir bleiben bis Mittwoch und dann wird ja auch noch die Nominierung verkündigt. Für die EM, ne? Genau. Und da drücken wir die Daumen, aber da mache ich mir keine Sorgen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir.